In dieser Videoserie reisen wir nach Borneo, um 48 Stunden mit einer Familie in einem kleinen Flussdorf zu leben. Hier tauchen wir in eine traditionelle Kultur ein, die mit der Natur stattfindet und erfahren eine einzigartige Tierwelt in ihrer ganz natürlichen Umgebung. Während wir versuchen, einige der letzten freilebenden Orang-Utans, Nasenaffen und Elefanten zu ersperren, werden wir von großen Krokodilen überrascht und trotzen dem starken Tropenring. Viel Spaß mit Teil 2! Oh, morgen. Ja, jetzt starten wir energetisch in den Tag mit einer kleinen Flussfahrt um 6 Uhr. So früh ist es jetzt gerade. Der Hahn kräht im Hintergrund, die Augen sind doch sehr schwer. Guck mal da. Argentina! We support Argentina. Ah, okay, okay, yeah. Okay. Most of people in Malaysia support Argentina. Why? I don't know why. Mit deutscher Pünktlichkeit kommst du einfach nicht weit. 6.26 Uhr ist es jetzt gerade und noch immer keine Sicht von unserem Tourguide. Wir quälen uns hier aus dem Bett. Seine Brüder schreien beim Elfmeterschießen Argentinien, Holland. Und wir warten hier, gespannt auf unser Abenteuer. Ich kann die Augen nicht aufmachen. What time do you wake up? Oh, 5:45. Der Wasserstand der Zeit hier ist relativ flach, deswegen haben wir eine relativ gute Chance auf Krokodile heute Morgen. And this is the cave from yesterday, huh? Ja. Wir haben unser erstes Krokodil gefunden. Oh, es ist selbst schwer zu sehen, einfach weil es scheu ist und sich weghalten will von uns. Und dann taucht es kurz auf, man sieht es und dann taucht es wieder unter. Ich habe gerade erzählt, dass diese Nasenaffen so einen dicken Bauch haben, weil die Lava im Bauch haben. Ich weiß nicht, ob ich es richtig übersetzt, aber einfach eine sehr starke Magensäure. Hier in dem Baum tuscheln gerade 3, 4, 5 rum. Ihr Hauptnahrungsmittel sind nämlich Blätter und unreife Früchte. Unreife Früchte, weil die das Glucose nicht vertragen können. Dann werden die krank. Und mit der Magensäure in Verbindung können diese unreifen Früchte einfach besser verdauen. Hi! Jetzt verstehe ich auch, wieso er die so tracken kann über diese ganze Distanz, weil die Bäume einfach die ganz vielen unreifen Früchte haben. Macht ja Sinn. Und da ist der Lebensraum. Hey, see? Bob! Oh Gott. No. Yeah, yeah. You want me to be aggressive? We should go. No, sit down, okay. Sit down. Shit, man. Man. It was very close. Crazy. That was crazy. No. Fuck. Was it scary for you? Fuck! Man sieht es überhaupt nicht, aber da ist ein Orang-Utan-Nest. Das besteht quasi aus einem Büschel von Bäumen, von Blättern. Und wir hoffen mal, vielleicht am Nachmittag sehen wir welche. Was war dein Highlight heute? Heute war mein Highlight, einem Krokodil tief in die Augen gesehen zu haben. Es hat uns gejagt. Breakfast is served. Toast mit Marmelade, Brownies, Tea and Coffee. Sagt ihr jetzt unserem Dschungel-Outfit? Huh? Lara Croft und Aladdin gehen in den malaiischen Dschungel. Do you want to tell the people what we are doing now? We go to the forest for jungle trekking. Oh, look at the machete, bro. Woo! Keeping us safe from wild orangutans. Can smell the roots like peppermint, yeah. Right? Like fresh. Oh. It's a melalakwa. Melalakwa. The scientific name, or in Malay we call it kayu putih. Kayu putih means a white wood. So this plant is used a lot for skin, the tiger palm. Ah, yeah. That... Oh, it smells so good. It really smells like tiger balm. And the scientific mimosa plant. When you cut close. This is the plant. Oh! See, this is the flower here, purple one. We call it shy grass or rumput semalu in Malay. Shy grass makes sense. Auf dem Weg Richtung Dschungel durch die anliegende Palmölplantage erzählt uns Azar total viel über den weltbekannten Rohstoff. Das hier sind die Früchte, aus denen das Öl gewonnen wird. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass aus der Frucht 2 verschiedene Öle gewonnen werden: zum Kochen und für die Industrie. Hier siehst du, wie die einzelnen Früchte in einem großen Bündel an der Palme reifen, bevor sie abgeschlagen werden.
hier im Vergleich das fertig geerntete Produkt. Mit diesem Werkzeug werden die Palmenblätter abgeschlagen, sodass die Früchte runterfallen können. Allerdings nur, bis die Palme 30 Jahre alt ist. Dann wird es einfach zu gefährlich, wegen den vielen Stacheln an den Blättern. Hier stoßen wir auf ein extrem robustes und wertvolles Holz, das für den Bau von Häusern und Möbeln verwendet wird. Quasi das Gold des Waldes. Like when they build the houses with this one, when do they need to rebuild the house or like restructure? After 100 years? Not 100, maybe 50 years. Still amazing, like for wood? Yes. This is called bullion. Bullion. One of them. But that's a Bluetooth speaker or no? That's a real bird. Yeah, it's a Bluetooth. It's, they are using the pen, right? There is an audio inside there. Yeah. And then it's always running. To attract the birds, wow. That's so funny, man. Hast du es verstanden? Die nehmen hier quasi einen Bluetooth-Speaker, wenn nicht so viele Vögel da drin sind. Und der spielt den Vogelsound ab, damit die Vögel reinkommen, das Nest bauen. Und wenn genügend Vögel drin sind, dann brauchen sie den Speaker nicht mehr, machen sie ihn aus. Aber das ist crazy, sie bauen ja extra die Häuser. Das ist der gleiche Vogel, diese Soufflé-Nester baut, die halt so teuer verkauft werden an die Chinesen, was ich gestern erzählt habe. Jetzt haben wir quasi die Palmenplantage hinter uns gelassen, diese kleine Schutzwall passiert, für die Elefanten sind. Und jetzt betreten wir hier den richtigen Wald-Dschungel. 6 Kilometer ist jetzt der Trail ungefähr lang, den wir gehen. Einmal 3 rein und 2 zurück. Hey, my friend. Moin. That's an insect. It's no seed. A lot of protein, bro. Yes. Orangutan, pintil maka, they eat this one. Yeah. It's a protein. It has many legs. Also Asa hat jetzt gerade erklärt, wir gehen jetzt langsam in den Primary Rainforest. Da kann man daran erkennen, dass die Bäume größer werden und die Luftfeuchtigkeit deutlich höher wird. Und das merkt man. Well done! Teamwork makes the dream work. The baby root. From the root, another root, goes to the ground. It made the new roots. Very have a strong function. What's the function? You know, when the wind is too strong and the rain is too strong, it will holding the trees. Like protection. Like the rope. Like, yeah. Like the hold them together. Holding. Yeah. Also die Gegebenheiten sind normalerweise nicht so abenteuerlich, also schon abenteuerlich, aber nicht so hart, weil es gestern ja so hart geregnet hat, ist hier nochmal extra viel Wasser, plus die Moskitos sind ja geisteskrank auch unterwegs, wenn neues Wasser da ist. Er hat gerade erzählt, das ist so ein Track, den das malaiische Militär quasi zum Training nutzt, aber dann halt viel länger, tagelang im Dschungel übernachten und sowas, und dann werden die rausgeschickt in andere Gebiete eben, um in Einsatz zu gehen. Ja, das ist gutes Training hier. Mit crazy people. Du musst auch wirklich bei jedem Schritt aufpassen, wo du hintrittst, weil du nie weißt, wie tief ist jetzt der Tümpel, wo du hier gerade rumläufst. Wo setze ich meine Hand hin? Ob da jetzt nicht gerade so ein Tausendfüßler ist, irgendeine Spinne oder sowas oder irgendeine Dorne oder so. Willst du ja auch nicht zwingend die Insekten hier töten, weil das ist ja auch deren Lebensraum. Hendrik Aladdin. Hendrik Aladdin Schmidt. Why I cut the leaf? Why? Later, when you put into the polybag the size is like this, 6 plus 3 inches, and then you put the branches just half, so the roots have a space to grow. Mm-hmm. And then if we not cut the big leaf, it will blocking the sun and also the water from the rain to entering the soil. So these trees not have nutrients when we not cut the big leaf. Okay?
So this tree is called Dulnea excelsa. It's one of the trees that produce food for animals, especially orangutan and other primates. Das ganze Gewächshaus ist voll mit neuen Setzlingen. Anhand der schieren Masse sehen wir hier, wie unheimlich viel Leidenschaft in der Arbeit steckt. 2 Stunden durch den Regenwald gelaufen, kein Tropfen Wasser, das ist alles ekelhafter Scheiß. Cabbage in Santan, Coconut Milk, Potato, and fried vegetable. Curry. Curry. Nice. Azar hat gerade erzählt, dass die Malaien Beyblade erfunden haben. Das ist die richtige Version von Beyblade. Du hast so einen Stein, dann wickelst du dieses Seil so extrem eng darum herum und dann haust du dich gegenseitig weg auf dieser Holzplatte. Pass auf, guck mal, bis wir was hinbekommen erstmal. Leah the legend. You can do it. Oh! Hey! Woo! Oh, nice! Oh, upside down! Yeah, new style. That's how they did it in the old days. The man, the myth, the legend. Starting now the Beyblade journey. Yeah, boy! Yay! Oh, fight! Bevor wir jetzt auf die letzte River Cruise des Abenteuers gehen, fülle ich noch mal mein Wasser aus. Richtig cool, dass wir hier so einen Wasserspender haben. Und im Wohnzimmer wird es schon richtig wild. Heute Abend machen wir noch eine kleine kulturelle Einlage. Tanzen und singen ein bisschen gemeinsam. Und er macht sich schon mal warm. Unsere letzte abenteuerliche Flussfahrt. Wie sind Ihre Erwartungen? Ich habe keine Erwartungen. Das ist auch gut so. So ist das halt bei Wildlife-Beobachtung. Manchmal hat man Glück, manchmal einfach nicht. Wir hoffen jetzt bei dieser letzten Chance vielleicht noch mal Elefanten, Orangutans zu sehen. Aber wir werden einfach sehen, Digga, was passiert. Die Elefanten sind tatsächlich richtig nah am Ufer. Ehrlich? More monkeys! This a leader? Yeah, it looks like the leader has the biggest balls, man. Good evening, sir. Welcome. Oh my god. Orangutan. Er guckt jetzt, ob es Mann oder Frau ist. Oh. Ich hab Tränen in den Augen. Ich muss gerade einfach. Alles so krass. Er baut hier oben einfach gerade ein Nest. Ja, aber jetzt mal so einen Zoom-Objekt. Von 4 bis 7 abends bauen die jeden Tag immer ein neues Nest, um dann eben da zu schlafen. Und jetzt fängt es wahrscheinlich gleich an zu regnen, deswegen fangen die jetzt relativ früh an, dieses Nest zu bauen. Plus bauen sich dann quasi wie in so eine kleine Bubble ein, dass oben ein kleines Dach drüber ist und die nicht nass werden. Also super schlau. Boah, was für ein Moment, ey. Wenn man so 1, 2 Affen sieht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man so 20 bis 40 ungefähr um sich rum hat. Die chillen in der ganzen Generation mit sich, die Babys, die Mütter, die Väter, die Großväter, Großmütter, alle da. Eine große Familie. Jetzt gehen wir richtig Gas, ey! Gerade an 2 Booten vorbeigefahren, die meinten, da hinten Elefanten! Ich flippe aus. Through the branches. Die sind hier 10 Meter von uns irgendwo im Gebüsch. Hast du den Törrück? Boah, da noch einer. Den Törrück gerade gehört, Alter, krass. Wir sind denn noch mit diesem anderen Boot und alle so. Wir auch. Ja, Mann. Oh my, it's huge. It's like 3 meters. Can you see him? I think he's coming closer. There he is. Oh my god. The elephants want to cross. Hmm? Give him away.
to cross the river. Er hat gesagt, wir gehen jetzt ein Stück zurück, damit er Platz hat, den Fluss zu überqueren. Digga, wer wird das sehen, ne? Ja, sie haben sich doch umentschieden und sind jetzt weiter ins Dschungelinnere gelaufen. Wir versuchen jetzt gerade nochmal jeden Flusseinleger so reinzufahren und gucken, ob wir doch nochmal irgendwas erhaschen, aber ja, ich glaube, das war's heute. Ach, wie kann man so Glück haben, ey. So, jetzt wird's wirklich dunkel langsam. Vielleicht fängt es auch gleich an zu regnen. Wir haben so viele Monkeys. 100.000 leben wir insgesamt ungefähr. Können Sie hierzu noch Worte finden, Frau Mausi? Keine Worte. Watermelon. Oh. Kürbis. Carrots. Was ist dies? Potato? Potato. Und sowas. Und dazu gibt es immer hier so einen richtigen Bottich Reis, Alter. Beste. Wir ziehen ja also alle jetzt unsere kulturellen Gewänder an und lassen unsere Zeit hier mit einem traditionellen Tanz ausklingen. Look at you, sexy swagger. This is amazing. All in Argentina outfit, I like it very much. Ja, Argentina. Und so gehen, ich würde sagen, mit die intensivsten 48 Stunden unserer ganzen Reise zu Ende. So viele neue Eindrücke, so viele Emotionen, so viel Spannung, so viel Glück und so viele Moskitos. Wir gehen mit viel Dankbarkeit im Herzen für eine Zeit, die wir wahrscheinlich nie wieder vergessen werden.